Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Leute, was geht? Ich bin da, Mr. Lynx Payne, und heute zu einem neuen Let's Play. Viele haben es schon erwartet, viele haben es schon von anderen gesehen. Ich habe es ein bisschen verspätet, werde ich das jetzt machen, da ich das jetzt erstmal ein bisschen gesuchtet habe mit meinem guten Kumpel. Heißt, ich starte nicht blind rein, also ich weiß schon, was passiert. Aber ich werde auf jeden Fall so rüberbringen, als würde ich das zum ersten Mal spielen. Ja. So, ich müsste aber, glaube ich, auch den Sound ein bisschen leiser machen. Ich habe bisher am Anfang direkt schon gemerkt, dass dass es ziemlich laut war, der Sound. Das müsste ich wahrscheinlich im Nachhinein ändern. So, Sprachlautstärke, machen wir ein bisschen auf 80. Komm, machen wir alles wieder auf 18. Ja. Ne, wir machen es auf 15. Klingt mir auf jeden Fall besser. Viele werden es auch jetzt hören, dass ich ein viel, viel besseres Mikrofon habe. Ich habe jetzt ein sehr, sehr nices Mikrofon geholt von Hobby Lead. Sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Ja, ich hatte es schon eine Weile gehabt. Bloß das Problem war, das Mikrofon zum Nutzen brauchtest du auch ein Mischpult. Das Mischpult hat natürlich gefehlt. Kostet natürlich alles Geld und ja, musste ich halt eine Weile warten, bis ich das Geld zusammen habe für mein Mischpult. Jetzt habe ich's. Jetzt klingt es auch viel, viel besser, meiner Meinung nach. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Audioqualität findet. Vielleicht gefällt es euch nicht und meint, ja, da soll ein bisschen mehr Bass in die Stimme. Dann werde ich das wahrscheinlich umändern. Ich werde jetzt ein bisschen vorproduzieren. Jetzt habe ich nämlich noch Urlaub. Jetzt weiß ich, kann ich noch ein bisschen Videos aufnehmen. Und ja, ich will nicht weiter drum herum reden. Ich hatte, wie gesagt, schon mal ein bisschen gespielt, 38 Stunden. Mal neues Spiel und das hören tun wir natürlich auch auf normal starten. Schauen wir doch rein und schauen, was wir erleben.
Dying Light 2 so im Ganzen ist ein sehr, sehr schönes Spiel geworden. Und ich habe echt Spaß dabei. Es kommt gleich eine Katze. Ich kurz ruhig. Einen kleinen Augenblick. Ja, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. So. Wir haben den lieben Spike aus Dying Light 1. Natürlich, wenn ihr meine alten Folge geschaut habt oder allgemein Dying Light 1 schon mal gespielt habt, müsstet ihr den Herrn kennen. Der saß immer meistens unten im Lager und hat die JI-Ressourcen von dir abgenommen. Scheiße, Mann! Du bist immer noch ganz schön stark! Ich weiß doch. Bin halt ich. Was erwartest du? Ja, ja, komm, helf mir hoch. Dankeschön. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Wo gehen wir hin? Anscheinend ziemlich alt. Schon sehen. Es ist unglaublich. Halt 15 Jahre. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Halt was Besonderes. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf Honig. Keinen Fall. Mach mir auf dem Brot. Seh dich um. Wenn wir Glück haben, leck ich auf Kamille. Kamille. Das müsste reichen. Noch irgendwas? Was? Da hinten ist noch Honig. Schon im weiten Zombies. So, einmal Kamille. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Ah ja. Ja, mach ich. Sie haben ihren ersten Entwurf erhalten. Es handelt sich dabei um eine Zutatenliste, die ihnen erlaubt, Objekte, Verbrauchsgegenstände und Waffenmodifikationen herzustellen, indem sie verschiedene Fertigungsteile benutzen, die sie bei ihrer Erkundung aufgelesen haben. Richtig lesen muss man auch erstmal. Bewachen Sie alle Fertigungsteile auf, die Sie gesammelt haben. Lesen Sie die Beschreibung der Fertigungsteile durch, um herauszufinden, wie sie benutzt werden und wo sie zu finden sind. Also hier Arznei, Aufwunschmittel. Die meisten Hauptquellen. Das hier, auch Dachhainer. Alles klar. Bewegen Sie den Cursor jetzt auf den Arzneientwurf und halten Sie Arznei herzustellen.
So, jetzt fehlt nämlich eine Kamille. Das stört mich ein bisschen. Komm schon, wir sind fast da. Da ist hier oben nochmal eine Ärzte, eine Kamille. Und das habe ich übersehen. Das ist es. Komm schon. Jo, ich bin doch hinter dir. Alles gut. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Nimm alles mit, was wir brauchen können. Klar. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir hier Schönes finden. Hier ist nichts, alles klar. Ich hoffe, das ist... Warte, ich müsste die Gamma wahrscheinlich ein bisschen höher stellen. Moment. Ja, ich will das sprechen, ja. Das sieht man jetzt ordentlich. Das ist wäre natürlich unpraktisch, wenn man das Spiel nicht sieht. Na, hier ist nichts. Den Kühlschrank? Na, hier ist nichts. Auch nichts. Jede Menge nichts. Das hilft natürlich nicht. Versuchen. Wer erinnert sich noch daran? Ja, ich? Wer ist gestern gewesen? Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Ja, vielleicht wollte der GRE Party machen. Wer weiß. Wow. Was zum... Mit der Ruhe hier. Sag mal. Ja, nur Ratten. Hä? Warum? Hallo? Redest du? Alles klar. Ja, gut. Du musst mit mir auch nicht reden. Zum Glück habe ich den Untertitel an. Aber so schnell kann ich das auch nicht lösen. Was haben wir denn noch? Ne, sieht nicht aus. Alles klar, dann gehen wir weiter. Ach ja, waren wir ja schon. War ich da schon mal? Ja, hier gekommen. Oh! Schön. Leer. Wow. Danke für nichts. Dank für nichts. Dann was gibt's hier? Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. 2014. Das sind schon mal 22 Jahre her. Wäre die Flasche noch zu, wäre sie schön gereift. Das sollte damals wohl Kunst sein. Ich kann allgemein heutzutage überhaupt nicht verstehen, was man alles unter Kunst versteht. Teilweise die Sachen angucke, die ich rausbringe. So hässlich aus. Die Voodoo? Irgendwo. Who do you voodoo? Klingt vertraut. Mir auch irgendwie. Ich weiß gerade aber nicht, woher. Alles mit dem hier. Nada. Null. Alles klar, okay. Teile. Weiß mir nie Teile rein. So. Mal einen Schrank. Kann man das machen? Was hängt? Boah, ist das. Das ist echt. Da bist du selbst mit T-Shirt kommen angezogen. Zigaretten.
mal alles mit. Zigaretten sind zwar immer noch schädlich, aber ich glaube, in der Apokalypse ist das mit einer der wertvollsten Gegenstände, die man haben kann. Ja, bitte rein hier. Das war die End of the World Party. Sorry, Dave. Bye. Das zerreißt mir das Herz. Nicht nur dir. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Haben's auch gemacht. Mit viel Wein. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Und okay. Medikamenten. Oh. Bin schon eingeschlafen. Wenn er so sieht, das tut einen schon echt leid. Aber ich glaube, die waren auch lieber in der Entscheidung gemeinsam sterben ist besser als alleine sterben. Ein junges Paar. Immerhin hatten sie einander. Leider schon. Also, ich leide schon, aber Glück schon. Sie hatte Klasse. Sie hat auf jeden Fall Klasse gehabt. Hält aber auch schon cooler Pool. Aber diesmal kein Bein. Ja, auch wieder auf dem Schuh schlafen. Meine liebste Mary, verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Jo, ich komme. Lass mich aber noch mal kurz hier umgucken. Das hier? Das ist so was für die Kamera, wo man eine Kamera hinhängt. Hier haben sie jemanden interviewt oder was ist das? Was sind das die Türen? Da. So, ich soll da hochkommen. Dann komme ich nochmal auf. So. Basis hier einrichten. Vorräte aus der Stadt holen, alles mögliche. Das ist doch eigentlich eine ziemlich geile Basis. Das ist außerhalb Stadt, aber doch, könnte man schon schön aufbauen. Du hast hier Solarpaneelen. Ist noch jemanden finden, der halt sich mit dem Strom auskennt. Also ich kenne mich zum Beispiel überhaupt nicht mit dem Strom aus. Ja, wo wäre man hier? Ach so, da, okay. End of the World Party. Ich komm gleich zu dir. Ah, ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier komme ich mal zu dir. Geht. Setz dich, Kumpel. Für dich. Mein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein.
Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht. Ja, der arme Crane. Der tut mir leid, also. Ich wünschte, habt ihr diesen Typen gefunden? Welcher Typ? Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz, ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Und sagst du das jetzt? Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador, dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Ich gehe einfach direkt in die Stadt. So einfach ist das nicht. Villador sollte eine der ummauerten Zonen werden, die vor der Seuche sicher waren. Der Plan ging schief und die Stadt überlebte. Aber der Typ weiß, wie man reinkommt. Red mit ihm, er sagt dir alles. Okay, dann gehe ich halt nicht allein in die Stadt, okay. Daneben nicht. Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und? Was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, hey, hey. Sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir. Irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich. Auf den letzten Schluck. Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja. Irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran. 140,200 MHz. Frühmorgens. Der Typ erwartet dich. Ja, ja, chill. Und da beginnt unsere Reise von selbst. Da gucken, was haben wir alles? Ich nehme mal eine Ausrüstung. Ja.
So, wo sollen wir? Wir sind da runter. Okay, dann legen wir doch los. Ich muss kurz mein Mikrofon ein bisschen näher ran tun wir. Ich gerade ein bisschen zurückgelehnt. Ach, die Dinger habe ich gehasst. Gehasst, aber auch geliebt irgendwie. Wir wollen hier raus. Erledigt. Aussicht ist so wunderschön. Aber wir wissen, was wir zu tun haben. Der Sprung in die Tiefe. Boah. Sowas würde ich auch gerne haben. Dann kletterst du da wieder hoch. Springst wieder. Und das immer wieder und immer wieder. Also das wäre für eine kleine Party wäre das echt geil. Ich hab da was schon gesehen. Ich glaube, ich auch. Besser. Ruhig, 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 ganz ruhig. Ich hab's mehr leise ausgeschalten bekommen. Schade. So, was haben wir denn noch hier? Wir hatten noch was im Haus. Hier haben wir nochmal. Ja, vorne denn. So, so. Nein, haben wir nichts. Okay. Mal halt weiter. Hier haben wir noch einmal Bienen. Harz. Harz. Harz das erste. Was haben wir hier? Stoffpetzen und Dosen. Ja, das will ich alles mit. Achso, da ist die Tür. Haben wir noch was? Flasche Alkohol. Eigel! Ich bin Uwe, ich bin auch da. Den hätte ich beinahe übersehen. Und die Kamille. Oh, na, auch beinahe verkauft. Oh, und die Tasche. Ich müsste mal ein bisschen besser aufpassen hier. So, mal. Ich nicht. 10.000 mal drüber gucken. Nicht so viel gesehen. Das gibt auch Hitmarker oder gibt es allgemein Hitmarker? Die Koffer haben Hitmarker gegeben. Gut gelagert hier. Bleib unten. Ich habe wieder Bienen. Sehr schön. Und noch mehr Kamille. Okay, das sieht aus wie AMG. Keine Ahnung, welche. Was für ein AMG, aber auf jeden Fall ein AMG. Aber auch irgendwie aus wie so ein Aston Martin. So, wo war mal. Ich da hoch. Auf allen Vieren zu crouchen. Hier hoch kommst du gar nicht.
Da drüben, okay. Ja, gut, dann gehen wir halt da oben. Okay. Ja, aber. Und hier hoch. Hier hoch. Guck mal, den müssen wir natürlich durch hier. Die Taude auch leer. Police. Ich habe gerade auf jeden Fall Zombies gehört. Okay, ich weiß auch warum. Ein paar Zombies. Auch nur ein paar. Wenn man hier genügend Waffen hätte, dann würde ich mich einfach hier durchschnitzeln. Einfach für DP. Ich hab's doch gehört, hier waren die. Welcome to the Misty, was? Misty Forest. National. Englisch ist echt kacke. National Forest. Ist jetzt zwar bedenklich, aber. Das ist mein Problem. Oh, uiuiui. Forest Retention Area. Please do not disturb the local. Wildlife, okay. Okay. Flaschen habe ich eh schon weggeschmissen, alles gut. Mal viele Kamille und Honig wir finden. Wenn man zu dumm ist zum Springen. Ja, Honig. Kamille wieder. Wir finden ja echt viel Honig und Kamille. Aber ziemlich wenig Zombies, wenn ich mal so sagen dürfte. Forest. Tschüssi, Zombie. Chop. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, die Aussicht ist auch richtig geil. Wo kommst du denn her? Ohne Mist, hier unten, hier so, eine kleine Party, Schwimmparty, was für sich nicht zu machen. Das wäre echt krass geil. Achso, wir müssen hier. Sehr schön. Direkt erstes Parkour-Level.
Sie haben den Rang Ihrer Parkour-Fähigkeit erhöht und Ihren ersten Parkour-Fertigkeitspunkt verdient. Sie können ihn jetzt dazu benutzen, Ihre erste Parkour-Fertigkeit freizuschalten. Okay. Vorsprung. Erlaubt es Ihnen, höhere Vorsprünge zu erreichen, wenn Sie beim Springen Leertaste gedrückt halten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol der Fertigkeit, um Ihre Beschreibung und Anforderungen zu lesen. Drücken, erhalten Sie jetzt die Maustaste, um die Fertigkeit zu kaufen. Was? Also, okay. So jetzt. Ermöglicht Ihnen höher zu springen und höhere Vorsprünge zu erreichen. Halten Sie die Leertaste gedrückt, um höher zu springen. Alles klärchen. Na, fast fertig. Haben wir noch irgendwas? Ne? Camille oder so? Aber dafür... Na, ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Und dafür, dass wir außerhalb der Mauern sind? Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Haben wir echt wenig Zombies, bin ich der Meinung. Der wurde verschoben. Ja. Gut, probieren wir's. Wir schieben es natürlich zur Seite. Das ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Warte, da ist noch ein Kühlschrank. Reis, Alkohol. Na komm. Au. Was zum? Zum Teufel was, ist das? Was war das? Mama, bist du es? Mama! Einige Gegner nutzen Kraftangriffe, die massiven Schaden verursachen und sie wollen den Bein werfen können. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot auf. Sie können ausweichen, um einen Treffer zu vermeiden. Drücken Sie zum Ausweichen Leertaste, während Sie sich rückwärts oder in beliebige Richtung seitwärts bewegen. Aber Mama! Komm da rein, los! Aua! Hä? Komm her, los! Komm! Ey, komm jetzt her! Mein Gott!
Ich erwische ihn nicht. Komm her. Tot. Ich hab mich halt nur auf die konzentriert. Das war ein sehr großer Fehler. Komm, Krüger, tot. Sehr schön. Ich bin Rocky. Viele Infizierten kommen hier noch. Los, stirb jetzt. Noch einer gespawnt? Ja. Wie viele spawnen denn hier noch? Befreien Sie das Gebiet von Infizierten. Ja, wenn immer wieder neue. Da muss ich den Generator jetzt aktivieren. Nee. Hammer, es muss allein schon Ruhe sein hier. Das war knapp. Ja, und extrem viele Zombies waren das. Also extrem, extrem viele. Ich muss wirklich ein bisschen mehr mit Ausweichen spielen. Ich habe mich jetzt extrem viel von dem Freak da anhüpfen lassen. Da muss ich zum Vorschlag gleich rein. Und ich mag die Viecher jetzt. Ohne Mist. Ich geh weg. Okay. Das machen wir an. Oh, natürlich den ganzen Problem mitnehmen hier. Medikit verwende ich noch nicht. Hier. Oh, da unten war ein Schrank. Da ist noch was Grünes drüben. Ah, ich glaube ihn. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit Ihren Netzwerk an Wiedereinstiegspunkten erweitert. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, an dem Sie den Tag-Nacht-Phase wechseln können, und zu Edens Versteck, an dem Sie Ihre überzähligen Gegenstände lagern können. Das hier?
Na dann los. Was sollte ich da erst zum Morgen machen? Oh, komm, lass trotzdem mal durchklettern hier. Ach, du weißt doch, ich bin den ganzen Weg von Tosaba hergekommen und was sehe ich? Die Dose hatte ein Loch. Musste den ganzen Scheißweg nochmal zurückgehen. Okay. Was haben wir hier? Charlie sagt, ihn hätte ein Fuchs gebissen. Was für ein Fuchs? Die sind seit mehr als einem Jahrzehnt ausgestorben. Wahrscheinlich hat ihn irgendein Beißer angefressen und jetzt redet er Müll. Aber sein Marker leuchtet grün. Tja, er ist schon infiziert. Was erwartest du? Wir sollten ihn trotzdem im Auge behalten. Okay. Nächster. Er traut mir nicht. Hält nur seine Reden vor dem Spiegel. Ada wird nie wieder Commander. Okay, Aitor auf dem Commander. Keine Ahnung. Hast du Dennis heute schon gesehen? Nein. Eigentlich habe ich ihn schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Warum? Er ist zu den alten GRE-Containern gegangen und wollte Medizin besorgen. Ich habe ihm gesagt, dass die schon geplündert wurden und dass er lebensmüde ist. Wenn er allein gegangen ist, können wir gleich mit dem Grabschaufeln anfangen. Gib Dennis. Ich glaube, das war Dennis. Nein, Mann, wenn Sie diesen Karl festsetzen, wäre der Mord an Lucas gleich aufgeklärt. Die Geschichte mit Lucas ist scheiße, aber am Bazar darfst du deine Wut nicht auslassen. Okay. Und das von einem dieser Bazar-Idioten. Ha, ich war wirklich überrascht. Hier ist Aiden. Komm. Sucht dir jemand einen Pilger? Komm. Der wird nicht rangehen. Das ist, der hat doch gesagt, morgen macht er das. Na, ich muss wohl bis morgen früh warten. Hab ich ja gerade gesagt, Junge. Hier haben wir noch was. Einfach so, vom Dach. Er hat diesen beschissenen PK auf den Kopf gepisst. Einfach geil. Na, genug jetzt. Schlafenszeit. Morgen versuche ich's wieder. Alles klar. Alles löschen. Und spinnt. Verdammt dunkel. Selbst ich sehe hier nichts. Ja, mal oben. Ja, dann legen wir uns doch mal schlafen. Auf den nicht so gemütlichen Bett. Psst! Aiden! Aidy Baby! Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aidy! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind zu still. Sind die alle tot? Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Shh. Alles wird gut. Wartet hier. Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Aidy, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Tu, was ich sage.
Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Alles klar. Eigentlich sieht es so ranzig aus. Dr. Waltz, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Secret war witzig. Würde ich mir zwar nie holen, aber trotzdem witzig. Klar, ich glaube, der Sound ist immer noch viel zu laut. Viel zu laut. Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Ah, wir können mal alles durchführen. Machen wir das doch. Wo wäre das dann? Wasser. Alles klar, und das war's schon, okay. Aber bei Killian hast du geschaut? Lass den Scheiß, geht mir auf den Sack. Okay. Ich weiß nicht. Scheiße, vielleicht haben die PKs ihn mitgehen lassen. Also, entweder ist er irgendwo besoffen umgefallen. Oder von den Alphas zerfetzt worden. So, und jetzt wo wir uns melden sollen. Hier Aiden. Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Waltz-Pilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist. Zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris. Dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. Er hat doch jetzt bloß das gesagt, was er hören wollte. Oder nicht? Oh. Aber was passiert, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Deshalb einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Mach's gut. Euer Synox. Ciao. Ciao.